Und damit herzlich willkommen zum windigsten Podcast dieser Woche. Hallo Hauke. <laughs> Hallo Micha. Ja, also Wind haben wir ja zum Glück nicht so bei uns. Bei uns ist eigentlich eher so das Regenproblem. Ja. ja bei ja, uns ist, ist es, es zurzeit absurd windig, also wirklich absurd. <laughs> ja. Immerhin kein Gewitter. Das wäre ja immer so ein bisschen blöd bei, bei solchen Aktionen, wo man denn doch Strom braucht und nachher. Schlägt der Blitz ein, das ist immer doof. Aber Regen, wenn das Dach dicht ist, ist jetzt noch nicht so schlimm. Oder fliegen ja, bei euch Dank. irgendwelche Sachen durch die Gegend beim Wind? Nee, Gott sei Dank nicht. Also, so schlimm ist es nicht. Aber es ist halt, da sind halt schon extreme Böen dabei. Also, es ist kein Zweiradwetter mehr. Also, quasi schon Dreiradwetter. Oder ja, solltest du, solltest du mindestens. Also, drei solltest du mindestens haben mit Zusatzgewicht. Was man alles braucht. Ne? Also nochmal Tipps zum äh, Bewegen mit äh, zwei, drei und vier Rädern, was man mhm. gerade so braucht. Oder was man äh, dann irgendwann in Zukunft benutzen. Und da sind wir eigentlich schon beim Stichpunkt. Was ähm, für eine Überleitung. Haben, ja, das, das geht sogar weiter mit den Überleitungen. Wir haben ja vorgestern ähm, in der Linux Guides Fragerunde quasi das Thema für heute gefunden oder was ist für heute gefunden, also uns inspirieren lassen. Wir wollten einfach mal so ein bisschen drüber reden, wie so die Zukunft bzw. die zukünftige Entwicklung von Linux Distribution aussehen könnte. Und da würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Ich fand das relativ interessant und wir können ja mal gucken, wo die Reise gegebenenfalls hingeht oder eben nicht ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also mehr oder weniger ist das ja. Wir gucken in die Glaskugel. Wir wissen es natürlich nicht. Aber es gibt ja innerhalb oder es hat innerhalb der letzten Zeit ja als Abkehr von dem klassischen ähm, Paketverteilungssystem, was ja eigentlich alle gemacht haben, äh, ja ob das jetzt die Debian, Ubuntu, Linux Mint-Schiene ist oder ob das die ähm, RPM-basierten Distributionen wie Fedora, Alma, Linux und Co sind. Die haben ja Software immer über einzelne Pakete ausgeliefert. Und als neuen Ansatz gibt es jetzt die immutable, also die unveränderbaren Distributionen, wo das so ein bisschen anders läuft. Also das ist, ja, ist, ist das eigentlich noch so wahnsinnig neu? Also das gibt es ja auch schon bestimmt seit fünf Jahren oder so. Oder? Wie lange gibt es das? Also, fünf Jahre würde ich jetzt ein bisschen hochgeschätzt finden. Also zwei, drei, aber nicht fünf. Okay, gut. Also, zumindest meine Meinung. Ich glaube nicht, dass der Trend schon so lange besteht. Vielleicht haben wir den Trend einfach gar nicht wirklich wahrgenommen und das ist ein uralter Hut. Vielleicht hat man das wirklich damals schon gemacht, als die Rechner noch Röhren hatten und wir wissen es einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Das ist so gut möglich, richtig. Ähm Aber wissen wir nicht. Aber ich finde es eh viel, viel spannender, äh, statt drüber zu philosophieren, wie lange das schon äh, End ist, erstmal drüber zu philosophieren, wird sich das durchsetzen. Beziehungsweise müssen wir ganz kurz, denke ich, mal anreißen, was diese immutable Betriebssysteme überhaupt sind. Heißt es immutable oder immunable? Ich habe immer so meine Probleme mit diesem Begriff. Also, das, das eine ist ja quasi unveränderbar. Das wäre doch immutable, oder? Genau, und das ist genau das. Und das andere wäre halt immunisieren, oder? Also, das andere, was du gerade gesagt hast. Mhm, ja. Also, da geht es halt um das Unveränderliche. Mhm. Genau, also ich, ich meine wirklich das Unveränderliche. Und das ist äh, so ein Ding seit ein, zwei, drei Jahren. Ähm, weil äh, Trinity KB gerade fragt, ja, der Talk wird auch auf YouTube kommen, wir können es noch nicht gleichzeitig ähm, raus in den Ether schicken, weil, ähm, ja, Twitch-Richtlinien, es wird als Upload auch dort geben bei Hauke, bei nicht der Weiß hat letzter Schluss auf dem Kanal. Und falls du auch Spotify hast, auf Spotify ist der Tuxflash auch zu finden. Der wird dann auch dort nochmal zu finden sein. Ha, haben wir einfach mal den Werbeblock vorne rangesetzt. Ähm, ja, folgt sein, ja, folgt auf YouTube. folgt auf YouTube nicht, da weiß ja letzter Schluss. Ähm, Jean ist heute nicht da, aber folgt auch Linux Guides ähm, auf YouTube, wenn ihr das möchtet. Und. Ja, natürlich auch deinem Kanal, ne? Also, ja, Saint of Sinner ich, bei äh, Twitch, da es jeden Dienstag und Donnerstag was zum Thema Gaming oder zum Thema Linux. Genau. Oder heute eben was anderes. Genau. genau. Alle 14 der äh, der Donnerstagspot ist alle 14 Tage quasi der ähm, Podcast-Slot. Äh, ist jetzt auch nicht weiter wild. Ich es ganz gut so. Ich habe übrigens den Cluster wieder zum Laufen gekriegt. Es war dümmer, als man dachte. Ich war das Problem, nicht der Cluster. Das ist ja auch gut. Also, das Problem lässt sich letztendlich lösen. Das ist doch eigentlich immer eine tolle Sache. Ja, ja. Nur mal kurz auch für dich als Update. War ganz witzig. Wäre mit einem immutable Betriebssystem nicht passiert. Kann ich mir nämlich gar keinen Speicher bereitstellen, so einfach. Ja, das ist eigentlich eine schlaue Sache, ne? Ja, wie man es nimmt. Also, ich, ich finde es immens spannend. Ähm, bei, wo habe ich es gelesen? Debian 13, bei Trixi planen sie, das zum ersten Mal mit zu implementieren. Da frage ich mich ganz ernst: Wie möchten die dann den Umstieg auf dieses Immutable-Prinzip ähm, machen? Weil ich habe es immer so verstanden, dass das quasi nur auf Copy-on-Write-Dateisystemen möglich ist und quasi mit diesen Snapshot-Funktionen damit arbeitet. Wie ist das, wenn man jetzt ein bestehendes Debian 12 mit einem Ext4-Dateisystem hat? Kann man das immutabilisieren? Da wird es spannend. Also ich würde erst mal sagen, nein. Bei der Umstellung von Debian 11 auf 12 haben sie ja auch einige Sachen durch... Also grundlegend geändert, aber wenn du jetzt ähm, ein Update von einem bestehenden System machst, dann wird das so beibehalten, wie es vorher ist. Und ich äh, kann mir da vorstellen, dass wenn du jetzt von 12 auf 13 aktualisierst, dass es halt so ist wie, wie immer, bloß mit neuen Paketversionen. Aber wenn du denn ein neues System mit äh, dem Debian 3-Tricks hier aufsetzt, dass du dann bei diesem Dialog, wo du sagst, wie das System partitioniert und formatiert werden soll mit LVM oder mit Krypto, dass es da noch eine weitere Option gibt, da, dass du gleich hier ButterfS vielleicht nimmst und dann sagen kannst, das Ganze soll diese, ähm, ja, also andere implementieren das ja mit diesen AB-Partitionen, also die, die eine aktuelle, die wird halt benutzt und im Hintergrund wird die andere mit neuer Software befüllt und dann wird beim nächsten Start äh, um, umgebaut, dass sie vielleicht auch zwei Partitionen fürs Betriebssystem haben oder über ButterFS, über Snapshots das machen. Also wenn du es neu aufsetzt, dass du vielleicht einfach so eine Option hast, dass du es nutzen kannst oder auch nicht. Und wenn du ein Update machst von äh, 12 auf 13, dass es so bleibt wie vorher mit den Paketen und mit einem System, was du äh, ganz normal benutzen kannst, wie es halt immer so war. Also das kann ich mir vorstellen, dass sie es so machen. Ja, da bin ich bei dir. Das denke ich auch. Aber ah, du hast ein Stichwort gesagt: LVM ähm, hatte doch auch die Snapshot-Funktion. Es kann sein, dass, wenn man schon ein LVM-System hat, dass man das vielleicht dann sogar ähm, so ein bisschen auf äh, ein immutable äh, Betriebssystem umhobeln kann. Also, technisch wäre es wahrscheinlich möglich. Aber so wie ich das Debian-Projekt kenne, sind die ja nun nicht unbedingt dafür äh, bekannt, dass sie irgendwelche äh, komischen Dinge von, von einem Update zum nächsten machen. Also eigentlich nimmst du Debian dafür, weil du einen stabilen Betrieb haben möchtest und eigentlich möglichst wenig Überraschungen haben willst. Und das wäre insofern ja eine, eine ziemlich große Überraschung, wenn jetzt so dein Standard Debian, so wie du es halt kennst, quasi seit ewigen Zeiten. Ja, übrigens, wir haben da ja jetzt mal ein paar neue Funktionen eingeführt. Also so einfach ähm, Programme installieren ist jetzt leider nicht mehr. Dafür musst du jetzt Flatpacks nehmen und ähm, also das glaube ich nicht. Das passt irgendwie nicht, äh, nicht zu Debian. Bei anderen Projekten wie Fedora würde ich durchaus sagen, ja, die probieren sowas mal aus, wie es ankommt. Und wenn das so richtig daneben geht, dann wird es vielleicht in der nächsten Version wieder eingestampft. Oder dann haben sie ein anderes Projekt, das Silverblue, das macht das, glaube ich, schon, oder? Das ist, genau, das ist schon immutable. Ja, mein, <kling> oi, die Stimme macht gerade, was sie will. Hm. Mein Gedankengang war ja, also mein Beispiel war ja nur Debian 13, dass sie es dort einführen wollen, als erstes, zumindest Debian. Wie es die anderen Distributionen machen. Wissen wir noch gar nicht, aber ich denke mal, wenn man bereits LVM, sprich den Log Logical Volume Manager, nutzt, der eigentlich dafür da ist, um nochmal so eine Abstraktionsschicht ähm, bei den Partitionen zu haben, beziehungsweise eben nicht mehr so klassisch Partitionen zu haben an der Stelle, sondern ja, Volumes, die man auch über ähm, S-Platten quasi verteilen kann. Ähm, wenn man diese Grundfunktion schon hat, das ist dann vielleicht andere Distributionen ähm, wie Ubuntu oder eben SUSE ist, glaube ich, eh sogar schon auf BTRFS und alle Arch-Derivate eh, aber ähm, Ubuntu basierend ist sehr viel mit, mit äh, LVM als Standard. Wen hätten wir denn dann noch? Ich glaube, Fedora ist inzwischen auch auf BTRFS gewechselt. Die Slackware wird noch äh, klassisch ext 4 mit LVM sein. Oder vielleicht sogar noch nicht mal LVM. Man weiß es nicht. Ähm, aber ich denke mal, dass LVM oder BTRFS aufgrund der Sna äh, Snapshot-Funktion äh, für so ein immutable System-Upgrade, sage ich mal, eh Grundlage sind. Wenn man es nicht hat, dann kann man es nicht nutzen. Dann wird man um eine neue Installation nicht rumkommen. Und ja. Wenn wir dann mal sehen, wie es dann mit Debian 13 wird, aber erstmal freuen wir uns so ein bisschen in Debian 12, sag ich mal. Das ist schön. Ja, läuft gut, soweit ich es bis jetzt schon gesehen und ausprobiert habe. Dann haben wir noch eine Frage wieder von Trinity KB. Könnt ihr kurz erklären, was so ein ähm, LVM überhaupt ist? Also, das hast ja schon so ein bisschen angerissen. Ich, ich kurz und ich wollte es so. so lassen. Ich habe es quasi mit ein eingearbeitet. Okay. Also ich es weiß sei, nicht. Du kannst noch jetzt... was ergänzen. ergänzen. Äh, also für mich ist es verständlich und komplett, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so als äh, jemand, der nicht unbedingt direkt in der Administration drinsteckt, ähm, das so versteht. dass es immer so. Ähm, ja, diese Betriebsblindheit. Ne? Das ist auch klar, wovon er da redet. Aber. Ja, wir sind ja auch nicht bei Linux-Guides hier, ja? also von daher kann es ja auch ein bisschen komplizierter sein. <laughs> ja. Nee, aber ich denke mal, wir haben es relativ gut ähm, abgesteckt. Gut. Das sollte soweit passen. Aber eben dieses, dieses Immutable, da, da bin ich echt gespannt, wie sich das in der Praxis schlagen wird. Weil. Also jedes Update auf einem Produktivsystem ist ja meistens eh schon so ein, so ein nervlicher Drahtzelakt, würde ich jetzt nicht so sagen, aber es ist schon immer spannend, weil so ein Produktivsystem soll halt äh, produktiv sein, dass jedes Update immer ein bisschen hm. und wenn dann quasi noch so eine Mechanik dazu kommt, dass die Updates erst in einer komplett anderen ähm, Partition oder Volume oder ja Snapshot gemacht werden und dann eh ein Reboot äh, verpflichtend wird. Uff. Also, ob das die Zukunft für, ich sag mal, Web- und Cloud-Server ist, weiß ich nicht. Andererseits hast du dann immer den aktuellen Kernel gebootet. Das, das, das wird sich erstmal ähm, ja, in hm. der Praxis rauskristallisieren müssen. Also, ich finde es spannend. Ich, ich finde es auch relativ interessant. Nun muss man auch mal kritisch hinterfragen, was hat man davon außer mehr Aufwand? Klar, ähm, Hacker können erstmal so auf klassischem Weg keine Schadware zumindest dauerhaft äh, ablegen. Die wäre nach einem Reboot dann weg. Aber wenn der einmal Zugang hat, hat er ja das nächste mal wieder Zugang wenn man es sich mitkriegt. Also mh, was ist dann eigentlich mit den Log-Dateien? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also im, man, ich kann mir jetzt vor, vorstellen, dass es irgendwo einen Speicherbereich gibt, in den solche Daten wirklich geschrieben werden können und die äh, ja so ein aktualisieren und umwechseln äh, von dem LVM-Bereich Partitionen, was auch immer, auch überstehen. Ansonsten wäre das ja irgendwie eine blöde Idee. Ja, aber, aber wenn jetzt so ein Update schief läuft, dann hast du ja, und dann wieder zurückwechselst auf das alte, dann hast du ja Logdaten, die neuer sind. Und also eigentlich muss das ja auch immer zusammenpassen. Mhm. Muss Merkst das du ja was? In, in, da, da knallt also irgendwie das, die Peitsche. Also, das, 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 ist, das wird ganz spannend. Ja. Und was hält mich als Hacker davon ab, da ähm, meinen Schadcode abzulegen, wenn ich in in Warlog schreiben darf? Ja, oder dass du dich in diesen Update-Prozess irgendwie mit einloggst äh, oder irgendwie das... einklingst, dass dann dieses Update gefahren wird und das installiert dann noch mal ein Paket mehr mit, äh, was Dinge tut, die du gut findest, die aber der Administrator eher nicht so haben möchte. Mhm. Das lässt sich bestimmt auch alles irgendwie machen. Ja, wie ja. gesagt, also da wird es echt spannend Richtung, wie wird es in der Praxis aussehen? Wie wird es in der Praxis machen? Wie wird es dann wirklich fertig implementiert? Ich habe zwar mal mit, ähm, wie hieß es, BlendOS herumexperimentiert, ähm, das war auch in immutable. In, 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 jetzt haben wir schon wieder ja, in das Mutable. Problem. In, in, <laughs>. <aus> ]•mutable. <lacht sutzt> warum ich immer immutable sagen will, das ist immutable. Ähm. Da war das Update halt wirklich über einen extra Update-Manager gelöst. Und ja, was, was hält die Leute davon ab, wenn sie wissen, worauf sie sind, ähm, da sich einzuklingen? Also, es, es, es wird wie immer so ein Kampf gegen Windmühlen sein, wie es ja so oder so ist. In der ähm, Cyber-Security, sage ich mal. Aber es wird sich halt wirklich erst in der Praxis rauskristallisieren, ähm, kosten-nutzen-technisch. Macht es Sinn, so zu verfahren oder macht es mehr Aufwand, als es Nutzen bringt? Das muss man dann wirklich testen. Also, das werde ich dann noch wirklich testen, was, was da so als Vorteil gegeben ist oder eben nicht. Also da wird's, da wird es spannend, da freue ich mich so ein bisschen drauf. Einerseits, entweder ist das das, das nächste Ding der, der nächsten Jahre, oder es ist halt, naja, so eine interessante, interessante Versuch, der dann. Grund von Praxis Ferne scheitern wird. Ja, vielleicht kommt es auch nicht für ähm, wie heißt das Stable Distribution. Vielleicht werden sich da auch einige Distrib äh, Distributionen gegen entscheiden. Kann auch sein. Also nochmal zum Debian-Projekt zurück. Da kann ich mir vorstellen, die geben dir die Wahl. Nimm's oder nimm's nicht. Wir werden dir nichts aufzwingen. Wir sind das universelle Betriebssystem. Also Setz dich hin und mach das so, wie du es willst. Wir können dir nur den Rahmen geben. Hm. Bei Rolling Release Distribution, da fände ich es schon eher interessant. Also äh, gerade unter dem ähm, Gesichtspunkt Sicherheit. Also äh, nehmen wir mal an, äh, im Hintergrund wird ein Update eingespielt mit den Sicherheitspatches für irgendwie eine Systemkomponente, SSH oder was weiß ich. Und da wird jetzt irgendwie festgestellt, dass, die, dass eine andere Komponente das System äh, so weit kaputt macht, dass es nicht mehr bootfähig ist. Dann ähm, wird ja wieder zurückgewechselt auf die alte Variante. Dann hast du vielleicht einen kaputten SSH-Server drin, der anfällig ist für ähm, irgendeine Sicherheitslücke. Dann lässt der, der sich weiterhin ausnutzen, denn äh, dieses Update hat irgendwie nicht funktioniert, also wurde da wieder zurückgerollt. Und ähm, bei anderen, äh, ja, 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 also dieses die Konzept mit Neustart, danach ist es ja erst, ähm, ist es ja quasi erst aktiv und bei den anderen kannst du ja Dinge live patchen. Also du kannst ja live einen neuen SSH-Server einspielen, der wird einmal neu gestartet und dann ist die Sicherheitslücke hoffentlich ge geschlossen das einzige was du live nicht äh, so richtig machen kannst ist ja den kernel zu wechseln wenn da irgendwie was drin ist was auch über live patching und andere äh, mechanismen äh, nicht äh, zu äh, live zu patchen ist quasi ähm, bei diensten oder so die kannst du ja wirklich ähm, ja, Update installieren, neu starten und gut ist, ohne dass du die ganzen Rechner durchstarten kannst. Also von daher, sicherheitsmäßig ist es eher so ein Rückschritt, finde ich. Weil du die, die Geschwindigkeit, die du ja bei solchen Sachen wirklich brauchst, da rausnimmst. Hm. Da gebe ich dir definitiv recht. Also, ist aber wirklich jedes Mal, ich sag mal, die Pflicht. Also, es wird garantiert eine Hassliebe dann oder so, so, so ein Hassstreitthema äh, oder Hassliebe Streitthema werden unter Admins. Ähm, ja, du musst jedes Mal rebooten für ein relativ banales Update. So wie es ist, muss man so einfach mal sagen. Wie viele Leute kennst du, die einfach Updates machen, aber nie ein Reboot für ein Produktivsystem und mit einem relativ alten Linux-Kernel noch unterwegs sind? so im ab Vergleich da kenne ich 500 Tage. Ja. <laughs> ja. Genau. Oder so F 500 genau. und plus. Ja. Ja, gibt's. Ab wann kommt das Ausrufezeichen bei H-Top? Äh, ich glaube bei 200 noch was tragen. Ach so, bei 256 vielleicht? Ja, weiß ich halt nicht. Vielleicht weiß es jemand von den Zuschauern ja. kann da ganz kurz mal reinschreiben. Irgendwann ist nämlich bei H-Top neben der Uptime ein Ausrufezeichen zu sehen. Irgendwas ab 200 Tage ist das, glaube ich. Also früher war das ja quasi so ein Statussymbol. Also wie lange ja. du es geschafft hast, dass die Kiste durchläuft, ohne dass es irgendwie Probleme gab, dass du neu starten musstest. Also damit ja. konntest du Ha, Da läuft seit zehn Jahren durch. Boah, der der größte, gut. der größte Flex. Äh, den Screenshot habe ich glaube sogar noch auf dem Arbeitsarchiv irgendwo bei einem bei unseren ersten ähm, Webserver-Partnern äh, äh, war mal die Uptime auf 4-stellig. Das war der beste Flex, den man machen konnte, wenn man dann im Hardtop geguckt hat. Hm, schön. Starte den bloß nicht neu. Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht fährt ja. er nicht mehr hoch. Ja, vielleicht ist der Kernel dann absolut zu neu. Zu ja. neu für die Hardware. Ja. Oder vielleicht darf das Netzteil das nicht nochmal noch mal wieder von, von Grund auf hochfahren. Vielleicht brennt das auch durch. Das könnte auch sein, dass äh, der, der Server dann überkonfektioniert wurde. Und da viel mehr V-Server äh, draußen sind, als die Hardware hergibt. <laughs> Und, wenn die ach, alle ja. mal last ziehen, dann wird es schwierig. Ja, ja. Ja, also ja. auch das muss, muss die Praxis, sage ich mal, ähm, bringen. Einerseits finde ich es wirklich Rückschri äh, Rückschritt, wie du äh, schon gesagt hast. Andererseits hast du halt die Verpflichtung, Reboot zu machen. Du wirst dann definitiv überall aktuelle Kernel sehen müssen, wenn sie es durchsetzt. Was ich persönlich also, noch nicht glaube. Also ich würde eher sagen, die Leute äh, werden dann kein Reboot machen, also dass die Updates nicht eingespielt werden. Ich glaube, das wird sehr häufig vorkommen. Allein aus Angst, oha, wer weiß, ob das Ding noch beim nächsten Mal hochfährt und was sich da geändert hat und wenn dann eine neue Version von irgendwas eingespielt wird. Funktioniert die Config-Datei, die wir dafür gemacht haben, überhaupt noch? Das ist jetzt firmenkritisch. Das können wir eigentlich nicht machen. Hm. Also, sowas kann ich mir, also hier mit vierstelliger ähm, Zahl bei der Uptime, also die, gerade solche Leute, also die werden das ja nicht machen. Also, die, die, da wird irgendjemand mal gesagt haben: Oh, das ist äh, total neu, das ist, äh, ist sicher, das müssen wir jetzt machen. Aber dann in der Praxis kann man das nicht, weil die, da diese Angst ist. Ne? Fährt das noch hoch? Äh, klappt das? Also hm. ja, da wird es schwierig. <laughs> mhm. aber wie gesagt, das, das, da bin ich gespannt drauf. Aber das muss auch in der Praxis erprobt werden. Also da bin ich, da bin ich für und wieder gleichzeitig. Also das, das, das wird spannend. Kann man nicht anders ähm, so sagen. Was auch spannend wird, ist ähm, das andere große Ding, so ein bisschen das Lösen von klassischen ähm, Distributionsrepositories. Das weicht ja immer weiter auf, in Anführungszeichen aufweichen, durch eben alternative ähm, Software-Distributionsmöglichkeiten aller Flatpak, Snap. Und was ganz wild ist, inzwischen in Containern, sei es jetzt nun Docker-Container oder podman container kannst du ja auch Anwendungen inzwischen ausrollen. Richtung Blend OS hat das implementiert, was eigentlich nur Distrobox ist, wo man sich einfach einen Container schnappt und in den seine Software installiert und die dann quasi hochgradig in sein System integrieren kann, dass dort. In dem Container die Software läuft aus einem Fremdrepo sozusagen. Und dann baut man sich da irgendwie so seine, seine Distribution zusammen. Aber eben dieses klassische ähm, Software-Repository, das, das wird sich, denke ich mal, auch, oder ist eigentlich schon am Aufweichen. Weil auf meinem Debian 12 habe ich auch Flatpack drauf, weil ein paar Sachen sind dann halt doch zu alt. Ja, also, das ist ja auch so ein Trend, den gibt es jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Und ähm, die Software, die du jetzt per Flatpak, Snap oder sonst irgendwas da einspielst, das kannst du ja auch zur Laufzeit machen. Also, da brauchst du kein Reboot für, damit das hinterher äh, genutzt werden kann, sondern das geht ja auch zur Laufzeit. Also, äh, das sind äh, solche Dinge, wo du dich unter Sicherheitsaspekten natürlich auch irgendwie dran hang, hängen könntest dass du denn einfach ähm, das Repo von irgendeinem Fremdanbieter müsse modifizierst. Es ähm, gibt, gibt ja immer verschiedene denkbare Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Und dann wird es halt von da aus geliefert. Und ob die Sandboxing drumherum, was ja eine Menge quasi absichern sollte, damit da kein Mist läuft, ob das immer so klappt, weiß ich auch nicht. Also du verlagerst das Problem eigentlich von deiner Distribution. Also bei Debian würde ich sagen, die machen überwiegend einen sehr guten Job. Hin und wieder kommt natürlich auch mal was vor da, aber überwiegend machen sie es halt sehr, sehr gut und das schon sehr, sehr lange. Und eigentlich finde ich Debian das Projekt mit den eigenen Paketquellen deutlich vertrauenswürdiger, als wenn ich da so einen Drittanbieter habe. Und das denn in mein System einspiele, vielleicht auch von Software, die ich nicht so ganz in Ordnung finde, ähm, ob das jetzt irgendwelche komischen äh, Messenger oder Videokonferenzsysteme sind, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, wenn die darüber reinkommen, dann habe ich eigentlich bloß noch als Sicherung diese, diese, diese Sandbox da drum, die den gröbsten Mist irgendwie abfangen soll wobei ich dem Hersteller als solches eigentlich überhaupt nicht mehr traue. Also, weiß ich nicht, also so toll finde ich das Prinzip auch nicht. Also unter Sicherheitsgesichtspunkten von wegen hier Aktualität, wenn ich jetzt wirklich was neueres brauche als was bei Debian mit bei ist, okay, ist das was anderes, aber von der Sicherheit her ja. Ja, also so hm. toll finde ich das nicht, aber ja, da hast du definitiv einen Punkt. Also, gerade bei manchen Distributionen ist ja Flatpak schon drin, aber die Rechte, diese Standardrechte von Flatpak, sind ja sehr lose gestrickt, beziehungsweise zu offen, um wirklich noch eine Sandbox per se zu ähm, gewährleisten. Da bin ich bei dir. Also, da musst du schon sehr viel Vertrauen in, in die Sandbox-Technik haben, aber wenn die schlecht ähm, umgesetzt ist, dann, dann machst du eigentlich auch da wieder einen Rückschritt. Aber um nochmal den Schritt zu den immutable Betriebssystemen zu kriegen, die setzen ja auch sowas wie Flatpak oder eben ähm, andere Anwendungskontainer. Weil nur das Grundsystem tun sie quasi immutable mit diesem Update-Prozess versorgen und alles andere soll ja wirklich gekapselt in irgendwelchen Containern äh, nur dafür da sein. Das wird dann auch dann richtig interessant, weil ihr euch beide mal mit, mit, mit Jean im, im Stream. Silverblue angesehen? Habe ich das richtig in, in Erinnerung? Oder war das das andere? Äh, Cubes, OS, Cubes OS war das, glaube ich, oder? Äh, Cubes haben wir auf jeden Fall gemacht. Also bei dem Silverblue äh, klingelt jetzt nichts, aber wir haben ja schon ziemlich viele Sendungen äh, hinter uns. Von daher, ich habe auch wirklich den Überblick äh, verloren. Mhm. Äh, ich glaube, wir hatten es nicht, aber äh, Cubes OS hatten wir wirklich. Ja, dann, dann, dann meine ich dann das. Noch also, die treiben das Ganze ja noch ein bisschen weiter. Also, man richtet da quasi eigene virtuelle Maschinen ein für verschiedene Arbeitszwecke, also sowas wie Homebanking oder auch virtuelle Maschinen, die keinen Internetzugriff haben und auch solange die Virtualisierung funktioniert, keine Verbindung zum restlichen System haben für Hochsicherheitsanwendungen, also für hier so Verschlusssachen, Bearbeitung und sowas alles. Das kann man damit machen. Aber das ist. Ähm, worauf basiert es? Ach, das basiert, glaube ich, sogar auf Fedora. Cubes also, ist, glaube ich, Fedora, ja. Aber. Hm. Die nehmen ja wirklich das Prinzip und fühlen es an Absurdum dadurch, dass quasi nochmal äh, in dem Betriebssystem VMs existieren, für eben diese Zwischenzwecke. Ähm, das, was die Zukunft bringt, ist vermutlich eher so eine Leitvariante eben mit diesen Containern. Aber. Auch das wird ja dann irgendwann für den ähm, einfachen Benutzer vielleicht dann sogar zu unübersichtlich, beziehungsweise zu undurchsichtig. Wenn das gut in den Desktop integriert ist, dann mag das gehen. Wenn es da aber schon bröckelt und damit unübersichtlich wird, gerade in Fehlerfällen, beziehungsweise dann darf ähm, der Office-Container, um jetzt mal ein Szenario zu spinnen, eben nicht an, meine, äh, an mein Home-Verzeichnis, wo ich meine Daten ablege. Was ist eigentlich mit dem Home-Verzeichnis bei solchen Geschichten? Das muss ja irgendwo, irgendwo muss ja was persistent sein. Und ich glaube, da ist nämlich auch der Knackpunkt, fällt mir gerade so ein bei diesen Immutable-Betriebssystemen, die machen das ja wirklich nur auf die Root-Partition, fällt mir gerade so wieder langsam, aber sicher ein. Ähm, das ist ja nur das eigentliche Betriebssystem, was ähm, Read-only ist. Und eben alles, was sich im Home abspielt, ist eh Wildwuchs. Und wenn da jetzt Schadcode ist, das muss ja auch erstmal der Anwender merken. Ja, also naja. ja. ja. Aber da tun wieder quasi die ganzen containerisierten Anwendungen hinschreiben dürfen. Also irgendwie ist das interessant. Und verwirrend zugleich. Das ist wohl wahr. Und ähm, gerade für den Serverbereich, also die, die Leute, die jetzt irgendwie Docker gemacht haben, die haben sowas ja eh schon. Also dieser Container, der hat ja so ein, wie heißt das, ein, ein, ein Image, was da drin läuft, was ähm, ja nachdem man die, die, den Container runtergefahren hat, ja auch wieder zurückgesetzt wird, bis auf die Daten, die extra in einem persistenten Bereich abgelegt werden. Das ist ja von der Art her auch so. Und wenn du jetzt ein Update machen willst, dann holst du dir das neue Image von ähm, äh, was auch immer die Anwendung jetzt da ist, die dann äh, vielleicht ein Debian voraussetzt, dann ein MariaDB-Server in, hinterher installiert und äh, dann vielleicht auch noch ein CMS drauf klatscht oder so. Ähm, und da tauschst du denn ja die, diese Betriebssystem-Images mit den Anwendungen auch aus, wenn du ein Update machst, also so, ein, so einen kompletten Prozess. Das ist ja gängige Praxis bei vielen ja, Unternehmen oder auch, ja, wenn man viele Maschinen hat, kann man halt x-beliebig davon hochfahren. Und die brauchen eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Immutable. Ähm, System bloß für diese Laufzeitumgebung, damit Docker laufen kann. Also da gibt es ja auch diese Spezialdistributionen, die wirklich bloß das mitbringen, damit Docker-Container ausgeführt werden können. Also im, im Serverbereich sehe ich das insgesamt eher weniger, sondern eher für, für den Desktop-Bereich. Also wie Fedora Silverblue das halt macht, das ist ja eine Desktop-Distribution wo du dir die Anwendung über Flat, Flatpack danach installierst, was du haben möchtest. Und aber so im Serverbereich, weiß ich nicht, ob das da irgendwie, also es gibt ja eigentlich schon was Etabliertes, was vielleicht sogar besser ist. Mhm. Hm. Aber das, das, ist, da hast du wirklich einen guten Punkt. Also im Serverbereich wird es, wie gesagt, eigentlich unpraktikabel durch diese Reboot-Pflicht in dem Moment bei einem relativ trivialen Update. Und auf dem Desktop finde ich es eigentlich, ja, also als immensen Fallstrick. Also, wenn das schlecht umgesetzt ist, schmeißt das, sage ich mal so, den, den Linux-Desktop wieder um, um zehn Jahre zurück, statt in die Zukunft. Weil das ist dann nicht irgendwo benutzerfreundlich oder einstiegsfreundlich, sagen wir es mal so. Mhm. Wenn es schlecht implementiert ist, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm. Hm. Ja, da wird es irgendwie spannend. Aber was heißt spannend? Da wird es oh. interessant. <laughs> und insgesamt habe ich eigentlich ähm, jedenfalls, was das Debian-Universum angeht, und ähm, ja, ich habe ja auch Ubuntu äh, Linux Mint-Systeme. Die ich benutze, habe ich eigentlich auch nicht die Schmerzen, dass ich sagen würde: Ja, der Update-Prozess, den es bis jetzt gegeben hat, der ist so, so schlimm und jedes Mal passiert da irgendwas, dass ich jetzt unbedingt was Neues bräuchte. Also, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Debian 11 auf 12, also ein Desktop-System, wo wirklich sehr viel Krempel drin ist und zum Teil auch aus irgendwelchen Drittrepos ist, hochgezogen auf die 12er-Version. Und das einzige, was ich denn hatte, das war ein Skript, was ich selbst geschrieben habe, was sich auch in System einklingt. Das war das einzige Problem, was ich da hatte, weil dieses Skript nicht aktualisiert war. Aber der Rest, das Update, das ist einfach so durchgelaufen, einmal neu gestartet und dann lief das Ganze. Also von daher habe ich da eigentlich keine Probleme mit dem, wie es jetzt ist. Und äh, die Umstellung von Servern mit so Standardkonfigurationen und Standardanwendungen, die man so ähm, Wald- und Wiesensachen, so wie Apache und MariaDB und so, das macht überhaupt keine Schmerzen. Also, ich, ich brauche da jetzt keine neue Technologie, weil ich die Probleme überhaupt nicht habe für ähm, eine Lösung, für was, was wo, wo ich das Problem nicht habe. Also, von daher, ich selbst habe jetzt äh, quasi sogar keinen Bedarf dafür. Das Einzige, was mir in der Richtung mal begegnet ist, das war quasi verbaute Hardware, also Spezialhardware auch. Und die Vorgabe war, jederzeit kann der Strom ausfallen. Und die Idee dabei war, dass das Betriebssystem quasi nur Read-Only ist und Änderungen wurden dann in RAM-Speicher reingeschrieben. Und äh, Logdateien und andere Sachen, die sind auf ein extra Batterie äh, gepuffertes DAS geschrieben worden. Und ähm, dieses Gerät durfte halt ausfallen, wann es wollte. Äh, wann es wollte, dann weg ist weg, äh, ist denn so. Und die Änderungen kamen bloß ins, ins RAM rein. Also du konntest dort nichts nachinstallieren. Aber das war so ein komplett geschlossenes System, das auch keinen Internetzugang hatte. Also, für solche Spezialszenarien ist es vielleicht eine ganz gute Idee, aber jetzt so für, für normalen täglichen Gebrauch im Serverumfeld, äh, ja, eigentlich. Hm. Also, ich sehe erstmal relativ wenig äh, Bedarf an sowas, aber das mag natürlich sein, das, ja. da. Es ja. wird ja irgendwo ja. seine Existenzberechtigung haben, sonst würde ja. die Entwicklung noch nicht so weit sein, also nicht schon so weit sein. Mhm. Wenn es irgendwo, ich sag mal, ein, eine fixe Idee wäre, würde es sowas nicht schon geben. Vielleicht sehen wir es auch gerade wirklich gar nicht, weil wir betriebsblind sind. Vielleicht hat ja irgendjemand von den äh, Zuschauern gerade da eine andere Meinung, gerne her damit. Ähm Oder kurz mal reinschreiben, was noch so äh, in Zukunft interessant werden wird. Aber äh, nochmal auf die äh, Repository-Aufweichung äh, zurück. Das äh, finde ich dann halt auch immer immens spannend, dort die Übersicht zu haben. Also, gerade wenn man das klassische Repo hat, das ja über den ähm, Paketmanager sehr gut äh, steuerbar ist, auch dort. Ähm, Bremb Repos eingebunden hat, geht ja auch wunderbar damit. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Flatpak integriert hat und ich sag mal ein, ähm, eine Distribution benutzt, wo die Integration von Flatpak nicht besonders äh, gut in den Desktop rein integriert ist wie zum Beispiel Debian, also äh, beim Standardsystem-Update äh, ist der Flatpak-Update da nicht mehr drin. Das, da habe ich mir einen Einzeiler geschrieben und dafür äh, das als ähm, Alias in der, in der Bash-RC oder ZSH-RC. Ähm, dann decke ich das mit ab, aber man muss dann halt auch als Admin und Anwender ähm, auch diese ganzen Querrepos mit dem Auge haben. Wird dann auch interessant, weil dann kann es sein, dass das Hauptsystem immer tierisch aktuell ist, aber das flatpack duo das, das ist noch aus der Kreidezeit. Hm. Ja, das stimmt auch, ja. ja. Also da, da haben die Distros noch, ähm, ja, Arbeit vor sich, um das wirklich, ähm, ja, schön zu implementieren. Ähm, ich verweise da immer oder ich verweise da ganz gerne an, an ähm, den Michael Franken. In seinen Testvideos macht er inzwischen so schöne Einzeiler, wie man das komplette System updatet, inklusive Snap oder Flatpak, wenn es integriert ist. Sowas müssen dann nur noch die Distributionen quasi selbst implementieren und schon die Arbeit ist fertig. Sie müssen es nur machen. Also sie müssen es nur noch äh, implementieren, sage ich mal so. Oder der der gröbste Teil, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, aber da, 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 da gibt es einen Stolperstein. Ja, aber hm, was gibt es sonst noch so in der Zukunft an Entwicklung außerdem? Ähm, hast du noch was oder haben unsere Zuschauer noch was? Also das sind so die zwei größten Sachen, die ich jetzt im Kopf hatte. Ansonsten werden Distributionen kommen und gehen, also das ist ja eh immer der Fall. Da Stimmt. Ähm, was du vorhin auch angesprochen hattest, Distrobox heißt das, glaube ich, ne? dass du mhm. auf einer Distribution in so Containern Pakete von anderen Distributionen installieren kannst. Also, äh, das ist ja irgendwie nochmal ein ganz interessanter Ansatz, sodass du dir so eine Mischung machen kannst aus verschiedenen Systemen, wenn du jetzt ähm, prinzipiell in Debian verwendest, aber dann aus Arch die Version von irgendeinem äh, Paket haben möchtest, weil es viel aktueller ist, dann kannst du es so relativ einfach nachinstallieren. Also das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Kann ähm, ich dir mein Video auf YouTube empfehlen? Das ist nämlich der Live-Mitschnitt oder der Live-Zusammenschnitt aus dem Stream. Ich habe das mal ausprobiert. Ah, guckt euch dieses Video an. Genau. Das hatte ich schon mal auf dem <laughs> Tisch. Also ich habe mir blend ja. angeguckt, fand das... Interessant, aber ein bisschen zu eingeschränkt von den Distributionen her und habe da mal geguckt, auf was das basiert und mir Distrobox rausgesucht und kann jetzt jederzeit, äh, habe jetzt jederzeit Zugriff auf äh, das Debian Stable Testing und SID äh, Repo. Unstable äh, wäre dann der richtige Name. Mhm. Zum Beispiel. Oder eben auf alle Ubuntu Repos, wenn ich das möchte und wenn ich richtig wild bin, sogar mal Fedora. Wenn du so richtig über die Stränge schlagen möchtest, dann nimmst du ja. auch Fedora. <laughs> ja, ist ja nicht ja. schlecht, also das, ich nehm's es halt viel zu wenig. Ich weiß halt auch nicht warum. Aber ja. nee, also damit ja. interessant und ansonsten, ja. genau, Suse hat, ähm, hat auch gerade hier reingeschrieben: Suse hat doch auch Micro, war das Micro S oder Micro Suse oder Suse Micro, wirklich nur für Container. Also, Micro OS gibt es auch, aber ich glaube, das ist nicht das von SUSE. Ah, okay. Wir könnten das jetzt natürlich schnell einmal nachgucken. Ja, irgendwie haben relativ viele Distributionen wirklich so abgespeckte ähm, Distributionen für einen Containerbetrieb. Ich glaube, bei Fedora hieß das Macor OS. Bei SUSE heißt Ach, es auch glaube, Micro. Also, OpenSUSE Micro OS. Also, mhm. das ist, gehört irgendwie zusammen. Und dann gibt es noch SUSE Linux Enterprise Micro. Und das ist auch ein, ein unveränderliches äh, Betriebssystem. Also, da, da machen sie es. Die Kombination wohl aus unveränderlich plus Container. Also, die machen denn nicht über äh, Snap oder Flatpak. Äh, Flatpak. Diese Installationen von zusätzlicher Software, sondern das scheint wohl so, dass sie denn sowas wie, wie Docker denn nehmen. Also ich sehe das jetzt gerade das erste Mal, aber ja, so ja was ja auch ganz okay ist, ja. und ich denke mal, das wird auch der größte Einsatzzweck so für Cloud-Umgebungen, wo wirklich nur noch ähm, die Container wie nutzt, wie, wie Nutz hoch und runter gezogen werden. Da möchte man sich eigentlich. Nicht um den Host wirklich kümmern müssen. Und da wird halt sowas echt gang und gäbe werden. Man weiß es noch nicht. Also der Fall ist ja da oder die Distributionen sind da. Ich persönlich nimm es noch gar nicht wirklich für solche Cloud-Umgebungen, weil der Rest funktioniert auch sehr gut. Und es ist ja eh irgendwann vorbei, wenn ähm, der Angreifer im Container das persistente Storage erwischt und quasi dort seinen Chartcode ablegt und den dann immer von außen triggern kann. Dann ist ja eh. Hm, das stimmt. stimmt. Ja. Oh, Dago, du schreib nochmal rein, wie du das denkst, dass das für Firmen der Weg werden könnte. Mit den Unveränderlichen oder nicht? Das, das ist jetzt interessant. Das finde ich durchaus interessant, was er da. Oder seine Sicht auf die Firma, würde ich gerne wissen. Äh, denn noch als kleiner Einschub hier, also ich, ich habe das parallel jetzt mal geguckt, also dieses Micro OS, also das teilt den Speicherplatz, also die Festplatte SSD, ein in eine Root-Partition, äh, die mindestens 5 GB äh, groß sein muss, bis zu 20 Gigabyte. Und dann gibt es eine VAR-Partition, die mindestens 5 und äh, empfohlen eher 40 groß sein sollte. Also unter VAR sind denn wohl die Container drin, also mit den variablen Daten. Und diese Root-Partition, das ist dieses minimale Betriebssystem und. Ähm, wenn du E bloß Container da drin laufen lässt, dann schreiben die ihre Daten immer lustig nach vor. Und wenn das Betriebssystem Update kriegt, also dieses Docker-Ausführ-Betriebssystem, dann spielst du dann äh, ein Update rein und dann musst du einen Neustart machen. Also ja, mhm. kann man so machen, aber es muss halt eben auch funktionieren. Dass diese diese Updates, je nachdem, wie Sie es machen, vielleicht spielen Sie auch immer ein Komplett-Image ein. Ich weiß es nicht, wie es hier genau funktioniert. Ähm, kann, kann durchaus funktionieren, wenn das gut umgesetzt ist. Oder wenn das problematisch ist, dann ist das natürlich nicht so toll. Mhm. Also die, die bewerben das Ganze damit, es ist eher zuverlässig, weil... Fehlgelaufene Updates äh, wieder zurückgesetzt werden. Aber also hast du schon äh, wirklich häufig Probleme mit Updates gehabt, dass da irgendwie was daneben gegangen ist? Also so richtig? Mm, nee. Also. Blank mit den mit dem System Updates nicht. Ähm, wenn du dann aber relativ monolithische Software hast, die relativ spezielle Datenbankversion braucht, dann wird das Update natürlich schwieriger. Aber allein der Update-Prozess per se nicht. Also wirklich nicht. Oh, da du halt äh, bei Arch schon. Ja, gut, Arch ist, äh, da kommen die Updates ja auch um einiges schneller. Also Fluch und Segen zugleich. Sag ich mal so. Ja. Firmen werden modular bleiben wollen und schnell Dienste hochziehen und bei Bedarf handeln können. Ja, aber brauchst du da wirklich so ein abgespecktes äh, Read-Only-Betriebssystem oder einfach irgendwo deine, ich sag mal, ähm, Rechnerweide, wo du deine Kühe in Form von Containern schnell hoch und runter zottelst? Also die, die Weide ist, ist das Entscheidende. Das ist doch eigentlich egal, was, was, was da ist. Möchte es halt nur relativ schnell äh, die Weile bereitstellen. Und ob es jetzt ein äh, normales oder immutable ist, oder immutable ist, also ich sehe den Sicherheitsaspekt aber noch nicht den praktischen oder den praktikablen. Bin ich gerade an dem Punkt. Also kann auch sein, dass ich da ein bisschen sehr dickköpfig bin. Ich gerade nicht, aber da sehe es gerade nicht, also wirklich nicht. Also, also unabhängig davon, vielleicht ist, ist dieses Micro OS oder andere Distributionen besonders leicht auszurollen. Also, wenn du dann merkst, dein, du brauchst halt noch ein paar mehr Docker-Container und deine Hosts, also die Systeme, die die ausführen, sind so ein bisschen ausgelastet, dann kommt der Laster an mit zehn neuen Servern. Und dann kannst du vielleicht mit so einem Micro OS ganz schnell diese, diese Server aufsetzen. Dass das vielleicht eher so ein Vorteil ist. Schnelle, schnelle Installation vom Betriebssystem und damit du schnell deine Docker-Container hochziehen kannst. Vielleicht, vielleicht das. Das kann sein, aber sind wir, sind wir nicht eigentlich, um das Argument jetzt nicht wirklich ähm, schon wieder ähm, entwerten zu wollen, ähm, aber sind wir eigentlich nicht schon wieder an dem Punkt, wo wir dank Kubernetes uns gar keine Gedanken mehr machen müssen, was ich da hochziehe, solange dort quasi ich mein Kubernetes Cluster oder ähnliches ausrollen kann? Da ist mir doch eigentlich als Firma, Geldgeber, Nutzer egal, was da unten drunter läuft. So, solange es funktioniert, ja. Mhm. Viele Firmen finden Docker-Container zu unsicher und nutzen dann das als Alternative. Achso, OpenShift, ja. Mhm. Ist ja im Endeffekt auch eine Containerlösung. OpenShift war von Red Hat. Bin mir gerade nicht sicher. OpenShift. Uh. Oder oh, ist es das, was Apache übernommen hat? Na, wie gesagt, da bin ich mir gar nicht sicher. Das kann ich dir gar nicht sagen. Mal schnell gucken. Ist ja auch so ein bisschen Bildungsprogramm hier. <laughs> da wollen wir keine allzu große Unwahrheiten verbreiten. Na, was haben wir da? Open Shift. Achso, das ist Red Hat, genau. Mhm. Und die ist andere. Wie ist das denn noch? Das war auch so virtualisiert. Vagrant? Nee, Vagrant nicht. Um nee, nee, nee. Aber ein, was also was anderes. Virtuoso. Nee, 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 das war auch irgendwie so so ein, so ein großes Ding zusammengebaut aus verschiedenen äh, Ach, Open... OpenStack. OpenStack, genau. Ich glaube, das ah. ist quasi die Schicht über OpenShift sogar. Kann das sein? OpenStack. Achso, und da haben viele dran rumgebaut und das ist jetzt, glaube ich, bei Apache gelandet. Cloud Software. Hm. Macht irgendwie alles und nichts. Und da drin kannst du alles und nichts machen. Ja, ne, das ist ja alles wie so ein bisschen... Ähm, Most widely deployed open source Cloud Software in the world. Das kann man machen. Hm. Naja. Gut, ja. Also es das, gibt immer viele Wege und ähm, ja. ja. Irgendwie hatte ich so, dass das OpenStack und OpenShift irgendwie aufeinander basieren oder zusammenhängen. Aber ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Es ist, ist jetzt auch nicht weiter wild. Irgendwo gab es da eine Koalition. Oder Koalition. Jo. Ähm, Aber ich, haben wir hab sonst noch irgendwelche Dinge in die Zukunft geguckt, was wir jetzt so als Trends oder Technologien sehen würden? Also mir fällt jetzt aktuell nichts ein. Fällt dir noch was ein, was es eventuell geben könnte? Was ganz neu geben wird. Also wirklich gerade so, so richtig bahnbrechende Sachen nicht vielleicht live kernel patching wobei das eigentlich auch schon äh, eigentlich implementiert ist wobei man sagen muss dass das erstmal nur ähm, canonical und wer war der andere der der live kernel patches gemacht hat red hat red hat glaube ähm, anbieten vielleicht like wird das Oracle? auch äh, vielleicht auch und? die also äh, auf jeden mhm. Fall dort wo äh, ein bisschen mehr größere firmen hinterstanden ähm, Vielleicht wird das irgendwann in die restlichen Distributionen einziehen, wäre ganz gut, ganz interessant. Interessant wäre es nicht, es wäre einfach nur ganz gut. Also, hm. ich würde es mir ja. wünschen, aber jetzt ohne wirklich die, die Wahrsagerkugel zu, zu schütteln oder einzugucken, keine Ahnung. Also. Diese Containerisierungsgeschichten, seien es jetzt nun Desktop-Container oder, oder software Server-Software-Container, werden wir so nicht mehr wegkriegen. Vielleicht werden die ganzen Distributionen noch viel abstrakter durch die ganzen Cloud-Computing-Eindrücke. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Äh, Schreibt auch die nächste KI in drei Jahren eine universelle Distribution und dann haben wir eh kein Mitspracherecht mehr. Wir wissen es nicht. Das wäre doch eine Frage, die wir hätten stellen sollen. Wie sieht die Linux-Distribution der Zukunft aus? Mache dazu zehn Vorschläge. Ha. Möglichkeit verpasst, das wäre es noch gewesen. Ja, hast du Zugang <laughs> zu äh, einer, einer aktuellen KI? Ich habe nur zu ChatGPT 3.35 Zugang und. Äh, wenn ich den jetzt frage, was, wer die Zukunft sieht, dann sagt er mir genau das, was jetzt ist. <laughs> das ist ja ein bisschen älter, der Infostand. Also der Rechner, wo ich gpt for all drauf laufen lasse, auch mit durchaus interessanten Netzen, also die interessante Antworten geben. Das Gerät steht jetzt ein bisschen weiter weg, müsste ich extra äh, aufstehen, müsste ich denn hochfahren. Habe ich jetzt so nicht direkt am Start, also von daher äh, leider nein. Aber das wäre vielleicht eine Idee fürs nächste Mal, wenn wir wieder so eine. Ähm, philosophische äh, Runde hier machen, dass wir denn da nachher so, so ein paar, übrigens, irgendeine KI hat mal folgenden Unsinn zusammen äh, fantasiert, äh, mal gucken, vielleicht ist ja doch irgendwas dabei, was nicht ganz so doof klingt und was äh, denn in ein paar Jahren auch wirklich so ist. Wäre interessant dann immer im Rückblick, nachher hat die, nachher weiß die irgendwas, was wir nicht so wissen oder nicht so auf dem Schirm haben und ähm, ja. Mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal, je nachdem, was wir denn als Thema haben. Mhm. Denke ich nämlich auch. Ah, das wäre schon gruselig, ne? Nachher sagt ja irgendwie so ein Netz alles Mögliche voraus und das trifft dann auch noch ein. Hm. Wenn wir dann ja. das, das Netz noch fragen, wie es heißt und das dann Skynet sagt, dann müssen wir ganz schnell die <laughs> Hämmer und die Äxte holen. Ja. <laughs> Also, wir haben das ja schon mal ausprobiert in so einer Linux Guides-Live-Sendung. Und das war so witzig, dass wir das dann noch ein zweites Mal gemacht haben. Und beim ersten Mal kamen dann auch ähm, von den Zuschauern so Fragen, ja, fragt doch mal folgendes. Und äh, dann gab es auch so Antworten zum Thema Bielefeld, eine Bielefeld-Verschwörung und so. Und äh, als Frage dann daran, gibt es Bielefeld? Nein, das gibt es nicht. Das ist äh, nur eine Verschwörung. Ein Ort namens Bielefeld gibt es nicht. Und äh, dann kam auch die Antwort mit 42, die, die Antwort auf alle Fragen und sowas. Also, das war, war schon extrem witzig. Ich weiß nicht, wie wir äh, dieses die Netz da irgendwie so in diese Schiene reingebracht haben, dass es dann nachher solche Antworten gegeben hat. Aber vielleicht kriegt man so ein Netz ja auch dahin, dass es wirklich so hellseherische Fähigkeiten hat. War nicht hm. sogar mal äh, so ein soziales Experiment, irgendwie eine KI auf Twitter? Twitter losgelassen und die wurde von Twitter gefüttert und innerhalb von wenigen Tagen war das Ding total soziopathisch, ähm, faschistisch und ich glaube sogar äh, misanthrop eingestellt. Also die haben sie richtig kaputt gemacht. Also richtig ich, das, kaputt trainiert. Also Microsoft war ja. Ähm wie ist das dieses Dings doch? Also, die hatten das als erstes mal ausprobiert und das ist ziemlich daneben gegangen und das klingt genauso wie das, was du jetzt sagtest. Das war wirklich bei so? ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie es bei Twitter, also eh der mh, schon immer toxischsten und, und, und sinnlosesten ähm, ähm, Social-Media-Plattformen weit nach TikTok, muss man dazu sagen. Also meine Meinung, also TikTok ist. <laughs> Braucht man nicht, das ist Quatsch. Das ist absoluter. Aber wo kriege ich denn meine Tanzvideos her? aus der Tanzschule. Die, die ist jetzt okay, online. Gut. Dank Corona. Das ist zu seriös. Ja, Ach, gut. <laughs> Einfach mal äh, äh, tanzvideos at äh, anfragen. Ach, Vielleicht okay. gibt es die. Keine Ahnung. Und dann bis zum nächsten Mal alle Nachmachen. Ja. Das äh, wäre eine Maßnahme. Ja, aber das, das Experiment gab es wirklich mal. Ich weiß noch nicht mehr, wie, wie die KI heißt, aber die haben den Stecker ziehen müssen, weil die war so kaputt äh, trainiert in, in eine Richtung, die sie gar nicht haben wollten, aber die hat eigentlich auch erstmal nur normalen Twitter-Content äh, konsumiert und ist dann so kaputt gegangen. Weiß noch nicht mehr, wie sie hieß. Also es ist jetzt auch schon zwei, drei Jährchen her. Ja, ja. Wenn die sogar länger. Die dave hieß, oder? Nee, hieß wahrscheinlich nicht. Ich dachte, die heißt Dave, aber ja, egal. Also, ja, bei Microsoft kenne ich nur Cortana. Äh, ja, ja, aber das war das, was sie mal auf die Allgemeinheit losgelassen haben, eben dann wohl bei Twitter und ähm, das ist so ein bisschen da daneben gegangen. Hm. Ja, Habe ich so direkt jetzt nichts, nichts, was da klingelt, ist jetzt. Würde ich Ach, auch nicht. Tay hieß T-A-Y. Tay, aha. Und das ist auch schon ein bisschen hier, das war 2016. Oh. <laughs> hm? Ja, gut, also das ist nicht so gut gelaufen. Das ist, äh, ja. Das, das Briefing am Folgetag äh, ist bei Microsoft auch mit dem Satz eingeleitet worden. Das ist ja gestern gar nicht so gut gelaufen. Immer zurück an die Arbeit, ne? Ja. <laughs> genau das. Ja. Und ich würde sagen, wir, wir geben dann zurück ins Sendestudio oder in, in genau, die Zentrale und wenn das heute. Es sei denn, hier hat noch irgendjemand relativ schnell eine Idee, wie die Zukunft aussehen könnte, weil ich bin ideentechnisch am Ende, ich, ich weiß nicht, wie es bei, okay. bei dir aussieht, eigentlich, eigentlich auch. Darum äh, haben wir jetzt ja so ein bisschen so einen Themenkarlauer Schwenk gemacht. Ne? Das ist immer so ein guter Füller. Ja, ansonsten, äh, wie schaut es bei dir äh, aus? Gibt es hinterher ein äh, weiteres Programm oder ist für dich auch Sinneschluss? Für mich ist heute wirklich mal Sinneschluss. Das mhm. tut mir leid, weil ich es beim letzten Mal schon machen musste, aber heute war wieder so viel los. Ich werde morgen ähm, außerplanmäßig mal wieder so, ein, so einen kleinen tool -Tip geben. Vielleicht sogar beide, die ich mir aufgespart habe. Dass wir das außerplanmäßig morgen mal machen. Ähm aber direkt im Anschluss schaffe ich leider nicht. Das machen wir dann vielleicht morgen. Und ansonsten, ja, wie immer um die gleiche Zeit. Sowohl bei mir bei Twitch als auch bei dir, nicht der weiße letzter Schluss, auf YouTube, Linus Guides auf YouTube, ähm, bei, bei Jean. Jetzt irgendwas vergessen. Tux-Tage hat auch einen ähm, YouTube-Channel. Da kommt der Podcast auch nochmal. Hm. Also man kommt quasi nicht dran vorbei. Und die reine Hörversion gibt es ja auch noch. Genau, die kommt dann bei Spotify irgendwann übers Wochenende, wenn ich die Zeit finde. Sehr schön. Ansonsten willst du schon äh, diese zwei Tooltips äh, schon aufklären, was das für welche sein werden morgen. Das kann ich kurz machen. Einerseits ist es der Portainer Agent. Da sind wir wieder bei den Containern. Ähm, Portainer als Oberfläche für Docker, Kubernetes oder ähnliche Containerverwaltung ist ganz nützlich. Und dieser Portainer Agent macht es möglich, dass man mit einem Portainer x viele Server bedienen kann. Ohne auf den wirklichen Portainer laufen zu lassen. Das ist mir letztens erst aufgefallen, weil ich immer auf meinen ähm, Servern, wo ich ähm, Docker laufen lassen hatte, immer noch als ähm, Schnellangriff sozusagen ein Portainer hatte, dass ich schnell mal reingucken kann, ohne Terminal aufmachen äh, zu müssen. Mal schnell einen Neustart machen kann. Ähm, braucht man gar nicht. Man braucht nur eine Instanz und kann mit der über diesen ähm, Portainer Agent X viele Remote auch im Rechenzentrum stehende ähm, ja, Instanzen veransteuern. Fand ich ganz praktisch. Das kommt dran. Und das, was ich, wenn wir es schaffen, was eigentlich machbar sein sollte, weil äh, der Portainer Agent nicht wirklich wild ist, aber gut zu wissen, ähm, das, was ich vorgestern kurz gezeigt habe mit dem XFCE Tiling Window Manager. Das Tool nennt sich core und ist universell einsetzbar für alle Des Desktop-Environments. Fast alle, muss ich dazu sagen. Aber die meisten. Also, da kann man wirklich aus jedem Desktop-Environment wirklich einen Tiling-Window-Manager machen, ähnlich wie es PopOS implementiert hat mit dieser Pop-Shell, kann man da auch machen. Fand ich super, habe ich äh, bei meinen XFCE-Instanzen jetzt drin, läuft gut und benutze ich weiter. Und das zeige ich dann morgen. Hm, super. Also es gibt auch morgen noch was zu gucken. Genau. Außerplanmäßig. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Gut, ähm, also da jetzt hier keine weiteren tollen Ideen mehr gekommen sind, nein, immer noch nicht, äh, würde ich sagen, äh, ist es denn für uns beide, wir haben ja beide einen relativ langen Tag hinter uns, also von daher äh, ist es uns ja auch quasi denn gegönnt, dass wir jetzt äh, auch wirklich richtig Sendeschluss machen. Es genau. gibt kein Folgeprogramm mehr. Genau. Ich dann bedanke mich bei jedem, der dabei war, bei jedem Zuhörer dann später noch. Und bei dir hauke und sage zum Abschluss Grüße aus dem Osten in den Norden. Stimmt, Grüße aus dem Norden in den Osten. Haben wir ja gar nicht mit begonnen. Genau, deswegen müssen wir diesmal damit abschließen. <laughs> genau, ja. Und ich. jetzt genau, kommen nicht mehr die Kommentare Grüße aus dem Sauerland und Grüße aus hier Nordhessen und was weiß ich alles. Genau. Könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben, von wo ihr denn zugeschaut habt, wo ihr jetzt den Container noch mal angeguckt habt oder wo ihr es gehört habt. Aus der Badewanne, vom Strand, <laughs> mit besserem Beim Wetter, Joggen. ohne Regen, ohne Wind. Beim Joggen war da mit dem Hund draußen. Äh, was? Ist? Beim Motorradfahren, danke dafür. Das, ist, das müsste sogar auf, auf Band diesmal sein. <laughs> Also ich habe es gehört, von daher wird es drauf sein. Ich habe hier über OBS ein bisschen eine Rauschunterdrückung drin. Die filtert aber nicht die Extremleute aus. Also mhm. es, ist, es ist zwar billig, neben der Rennstrecke zu wohnen, aber manchmal auch ein bisschen nervig. <laughs> Sagen wir ja. es mal so. Genau. Ja, ja. wunderbar. Dementsprechend, Denn, ja. Hauen wir mal rein. <laughs> genau macht's gut, bleibt gesund ne, und abonniert alles, was ihr nur könnt. es lohnt sich.